Hallo, in diesem Video werden wir in HTML Videos einbinden. Dazu habe ich jetzt einfach hier schon mal den Ordner geöffnet und werde hier mal kurz einen Video-Ordner einfügen, mir das Video schon mal einfügen. Also ich habe hier. Okay, öffnet er jetzt nicht. Jetzt hier mal kurz öffnen. Habe ich mir das Video hier gedownloadet. Von Pixabay übrigens. Da kriegt ihr gratis Videos, die was ihr auch benutzen dürft. So, ich werde jetzt mal kurz einen Index erstellen, index.html. So, mit dem Live-Server starten. Go live. So. Wenn ich jetzt ein Video einbauen möchte, dann funktioniert das nicht so wie bei Bildern, sondern ich werde jetzt einfach mal das Tag eingeben. So, Video. Dann sagt er mir, ich könnte suchen. Dann werden wir das mal so versuchen. Video. Also Video slash. Slash. So, wenn ich das jetzt so eingegeben habe. Funktioniert das schon mal, aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die was ich eigentlich besser nutzen würde, also noch mal besser finde, als wie wenn man es so macht. Und die wäre nämlich, man macht es so, ich werde das mal kurz 100% vergeben, dass man das so sieht. Und dann können wir einfach hier noch mal sagen, weil wir das anders machen möchten, sagen wir hier einfach mal Video. Video. Und dann löschen wir das Source aus, also suchen. Und schreiben wir hier hin Controls. Dann öffnen wir das Tag. Und sagen hier einfach mal, sagen wir hier einfach, dass wir einen Controls und dann sagen wir Source. Source. Und in diesen Source Tag schreiben wir jetzt Search. Und hier sagen wir jetzt Video slash. Und dann klicken wir hier Enter. Dann haben wir das Video drinnen. Hier sage ich jetzt nochmal with 100%. Und jetzt haben wir noch den Vorteil, dass ich hier eine Meldung eingeben kann. Da steht Ihr Browser unterstützt eine Medien. So. Wenn ich das Ganze jetzt geschrieben habe, dann kann ich jetzt zum Beispiel, wenn mein Browser das jetzt hier nicht unterstützen würde, würde er diese Meldung ausgeben. So, könnte hier natürlich sicher einen Alternativtext auch eingeben. Alt, gleich, schreibt mal Hallo, schreibt mal hier, sieht den Rechtschreib wieder rein. Nein, macht er nicht und deswegen sollte man es so machen. So, aber wie mache ich das jetzt eigentlich mit YouTube-Videos? Die kann ich, könnte sie natürlich downloaden, aber wie geht das? So, ich habe dazu jetzt einfach hier mal kurz ein Video für mich geöffnet. Und dazu klicke ich hier einfach mal auf Teilen. Dann sehe ich hier Einbetten. Wenn diese Funktion nicht vorhanden ist, dann wurde die vom Videoinhaber, also Video, also Online-Steller, nicht, also wird nicht erlaubt, dass man das Video einbettet. Und klickt hier dann drauf, wenn es vorhanden ist. Dann kann man hier sagen, starte bei keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel bei 10 Minuten schon geschaut habe und ich möchte, dass meine Zuschauer auf meiner Webseite nur ab der 10. Minute schauen, dann kann ich das so anklicken. Steuerelemente sollte man natürlich mitnehmen, weil sonst kann man ja nicht auf Play klicken und so.
Entweder man markiert das Ganze hier oder man klickt hier unten auf Kopieren. So, wenn man das gemacht hat, dann geht man einfach wieder in seinen HTML-Code und kopiert diesen Link einfach ein. Und jetzt haben wir einfach unser YouTube-Video ganz simpel eingefügt. Wir brauchen eigentlich nur von YouTube diesen Code kopieren. Warum kann ich das jetzt nicht so machen wie hier oder so wie hier? Weil YouTube das eigentlich nicht möchte, dass wir das so reinkopieren, also uns das downloaden und oder einfach so per Search einfach raussuchen, weil hier noch mehrere Dinge zusammenhängen. Erstens mal der Banner und diese Einschaltdinge, wie hier draufklicken, wenn wir uns das Ganze ja nicht anschauen, müssten wir theoretisch dann noch was angeben. Zum Beispiel hier Typ. Und dann sage ich hier einfach Video und dann MP4. Und jetzt sollte es eigentlich gehen. So, ein kleiner Tippfehler ist mir unterlaufen. Und jetzt kann ich mir das ganze Video hier anschauen. Natürlich werde ich das dann, das Controls hier oben auch brauchen, damit das läuft. Also, bei mir unterstützt er das hier oben gar nicht. Also würde ich diese zweite Methode hier eigentlich eher nutzen. Ah, jetzt laufen alle drei Möglichkeiten. Also, wir haben jetzt diese Möglichkeit. Ich formatiere das nochmal kurz anders. So. Also, wir haben die Möglichkeit, ein Video so einzufügen. Da haben wir halt dann keine Fehlermeldung, falls irgendwas schief laufen sollte. Würde ich mal kurz Enter reinmachen. Auch Enter reinmachen. Also, wenn ich Videos einbinde, die ich hier in meinem Ordner habe, kann ich das hier machen. Dann gebe ich Video, Controls, dann den Pfad dorthin. Das ist alt Attribut. Gibt es nicht. Dann kann ich hier noch Width eingeben. Diese Width sollte man nicht vergeben, sondern eher mit einer CSS-Klasse arbeiten, weil ich diese CSS-Klasse wiederverwenden kann und diesen Code einfach sehr unpraktisch ist, wenn ich dann mit Once, also responsive arbeiten möchte, weil ich diese Klasse dann sowieso rauslöschen muss, wenn da jetzt ein Pixelwert drin stehen würde. Dann gibt es noch diese Möglichkeit, wo ich mehrere Videos angeben kann. Wenn zum Beispiel MP4 nicht geht, dann kann ich dann auch andere Formate angeben und wenn es überhaupt nicht geht, gebe ich der Browser das. So, was ist das hier unten jetzt? Das ist ein If-Frame und in diesem If-Frame erlaubt uns YouTube quasi, dass wir dieses Video benutzen dürfen. Wir dürfen das jetzt nicht per Link einfügen, weil das einfach nicht geht. YouTube möchte das per If-Frame und deswegen müssen wir, wenn wir YouTube-Videos nehmen, das in einem If-Frame bzw. den Link hier von YouTube nehmen. Wenn wir den nicht nehmen, dann würde das auch nicht gehen, wenn ich jetzt einfach mal die URL kopiere. Wir müssen das so machen. Also wenn ich das jetzt zeige, mache ich mal Kommentar, Videos aus dem Ordner. Das gleiche ist hier unten auch. Und dann hier Videos von YouTube. Wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen, sehen wir hier eigentlich bei den ersten zwei Möglichkeiten gar keinen Unterschied. Und bei dem letzten einfach schon, weil hier einfach ein Standardwert vergeben wurde, Width 560. Hier kann ich einfach mal auf 100% eingeben. Jetzt würde er das hochskalieren. Müsste dann nur 550 hier da mal. Also Pixel. Nur ist es wichtig, bei YouTube-Videos müsst ihr aufpassen wegen der Responsibilität, weil wenn ich das jetzt größer kleiner ziehe, dann geht die Breite mit. Nur die Höhe bleibt immer gleich und dann ist irgendwann verschwommen.
Bei den anderen Videos geht das schon mit, weil ich hier nichts vergeben habe, nur die Breite. Und die Höhe ist auf automatisch. Und deswegen geht das alles schon mit, nur das YouTube-Video unten. Das müsste man jetzt noch responsive machen per Klassen. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wir sehen uns im nächsten Video und ciao!